Ja, am 6. März ist es wieder soweit. Die Linke verleiht zum wiederholten Mal den Clara-Zetkin-Preis. Das ist natürlich ein Ereignis, das gefeiert wird. Und Karin, du hattest ja damals die Idee, diesen Preis auszuschreiben. Ja, genau, der Clara-Zetkin-Preis ist ein Frauenpreis. Das heißt, wir zeichnen damit Frauenprojekte aus oder auch sehr engagierte Frauen, die sich für die Sache der Frauen eingesetzt haben. Und die Idee war, dass das Engagement von Frauen ja häufig unsichtbar ist, überhaupt nicht gesehen wird, nicht gewürdigt, nicht anerkannt wird und natürlich auch die Arbeit von Frauen häufig nicht bezahlt wird. Und deswegen schreiben wir das bundesweit aus und dann können sich Frauenprojekte bewerben und ja, das Beste nach Juryentscheidung wird dann prämiert. Und es werden aber auch ganz viele Projekte eingeladen, damit sie da sind, sich vorstellen können, ihr Projekt präsentieren können auf der Bühne. Um wenigstens dort auch eine ideelle Anerkennung und Öffentlichkeit für ihre Sache herzustellen. Ich weiß, letztes Jahr haben wir den Preis an eine Fraueninitiative für Flüchtlinge verliehen und an das Lebenswerk für Inga Rinnemann, die Hartz-IV-Rebellin, ja. Und es war aber auch ganz toll, weil man hat halt bei dieser Preisverleihung ja nicht nur die Siegerinnen kennen, sondern auch viele andere tolle Projekte, wo man womöglich mitmachen will oder sich verletzen möchte. So, vielleicht nochmal kleiner Hinweis und schmackhaft machen wir auch das, was uns am 6. März erwartet. Ja, es sind auch in diesem Jahr wieder ganz, ganz viele tolle Bewerbungen eingegangen. Die Jury wird diese Woche tagen und die Besten prämieren. Das heißt, es werden dort ganz viele coole, taffe Frauenprojekte vorgestellt und am Ende gibt es natürlich eine Entscheidung für ein Frauenprojekt, was gewinnen wird. Und es war in den vergangenen Jahren immer eine super Stimmung und auch, denke ich, ganz motivierend für alle, sich auch zu engagieren und einzubringen. Und vor allem gibt es hinterher auch immer eine schöne Party. Also kommt in jedem Fall am 6. März zum Südblock und feiert mit uns den Clara Zetkin Frauenpreis und hinterher natürlich auch bei der Party. Also, 6. März ab 19 Uhr im Südclub und nach der Preisverleihung geht es weiter mit Tanzen in der Flitschenbar.